Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier The Marsh Version 2.6 Produktion 2.9. Ja, Kühe haben wir genug und jetzt geht das Restfutter, ist ja nicht viel, aber geht's zum Lager zurück und dann nehmen wir noch Schweinefutter vor. Dann werden wir die, ach ja, wohl die Heu mitnehmen. Ja, gut. Geht aber nicht, wenn voll ist. Gut, das ist dumm gelaufen. Nur mal bei Gelegenheit Heu reinfahren. Aber das kann ich gleich mal eine Flügel trotzdem nehmen. Das macht ja nichts. Das muss ja drauf gemacht werden, nicht? Aber die Produktion muss laufen. Jetzt kriegen wir keine Silage verkauft. Untergebracht, aber froh. Wenn der Heu nicht, wenn der Heu nicht produziert. So, mehr Heu holen. Heu. Ja, Wiesen mache ich, ja, dritten, vierten Herbsttag. Ist ja aktuell Stufe Gelb. Soll ja Orange, ein bisschen mehr bringen. Dunkles Gelb, kann man sagen, ne? Und zweitens haben wir noch Kuh. Der Raps geht aktuell zur Dieselfabrik. Da hinten ist Stroh. Nur 1,4 Liter Heu. Da kommen wir eine ganze Weile mit hin. Ja, sowas hätte ich gerne beim Mist gehabt, ne? So ein Übervollraum, ne? Das würde es einfacher machen. Aber wenn wir schon einfach haben, ne? Bisschen. Aber wenn Förderband noch geht, ganz gut, das ist. Ich kann ja fahren, ganz Tag. Zumal die BGH nicht so viel verarbeitet, einmal, da kommt dann noch hinzu. Da steht der meistens und wartet, bis er wieder leer ist. Ne? So. Von daher ist es ganz gut, wenn man da das Förderband seine Zeit braucht. Hat er nicht angelassen? Ja. Milchfahrbeutel, also. Kurs gibt dafür schon, dann muss nur entsprechend die Milchwagen. Da steckt die garantiert rum hier, der weiße, glaube ich, da hinten. Aber erstmal die Schweine versorgen, also das machen wir nächste Woche. Beziehungsweise. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Fällt mir gerade so ein. Wie gesagt, Gedanken mal woanders. Beim Spiel, ne? Logischerweise, ne? Da arbeiten die grauen Zellen im Kopf. Sand ist und auch voll. Gut, da brauchen wir jetzt nicht beerden. Das ist jetzt im Grunde egal. Wenn nächste Woche wieder die Folgen aufnehmen, dann ist eh alles ausgeschaltet. Kein Mischfutter, Schweinefutter. Vorgefahren. Vielleicht mal so drehen, dass ich eh schon fahren kann. So, da sind wir wieder. Schweinefutter, wo haben wir Schweinefutter? Dünger haben wir auch drin. Gut, Schweinefutter. Das wird noch eine Weile reichen. Müsste mal bei Gelegenheit, wo wir Most Malz noch genug in der Brauerei haben, ne? Wir müssen da nichts herstellen. Die Ernte in Thüringen mit Getreide, das dauert noch ein bisschen, aber da haben wir auch nur 4 Felder. Wird nicht weit reichen, ne? Aber da wir jetzt frühen Herbst haben, wird es reichen, sag mal so, ne? Denn ich mache es mir im globalen Markt, ich verkaufe es natürlich und kaufe es dir wieder ein. Umgekehrt mit der Dünger drauf, verkaufe ich den Dünger und der Saatgut und das Land zu würde. Um ein bisschen Gleichgewicht zu halten vom Geld her, ne? Müssen wir erstmal die Schweine putzen, sauber. Die machen Dreck. Das wäre ganz gut, wenn die
Tut, tut. Tut alle Ohren, Digga, das muss man sagen, ne? Die kleinen Traktoren meist nur eine, naja, eine piepsige Tüte, ne? So. Kurz. Das muss ich vorweg putzen, wenn wir nämlich hier das, man kann es auch hinterher machen, also ist das nicht, aber dann ist jetzt in der Schaufel drin geblieben, ne? Den könnt ihr aber auch reinfahren in die im Stall. Aber ich habe mir sagen lassen, die Fahrzeuge können halt ab. Also ein bisschen höher machen mit dem Mikrofon. Auch Fahrzeuge, die auf dem Bau sind und im Straßenbau sind, die haben aber auch keine Garage. Ne? Die sagen so allgemein, naja, bevor das der Rost durch ist, ist die Betriebsstunde so weit fortgeschritten, dass andere Probleme auftreten, dass sie dann im Prinzip dann auch weg müssen. Ne? Von daher ist dann eine Unterbringung in einer Garage oder eine Halle nicht notwendig. Es ist sogar, meine Erfahrung ist so, wenn ein Fahrzeug nass geworden ist zum Beispiel und es in einer Halle, dann trocknet es schlechter als freien. Aber im Freien würde dann entsprechend trocken werden und dann wäre nicht so rostanfällig. Sobald das Wasser ins Spiel kommt, rosten die Fahrzeuge ja mehr oder weniger stark. Aber ich kann trotzdem reinfahren, ne? Platz haben wir ja. So. Schauen wir mal hinten. Mit Lecken, dass wir so umdenken dabei, ne? Mit einem Arm. So. Vor allem kommen wir so raus, ne? Umgekehrt wird es eng. So, Futter geben noch, Rest. Für beide. Die haben wir jetzt neue. Also Tieranzahl jetzt und eine andere wieder, ne? Und gleich mal Wasser aufdrehen für beide. Jo. Beide schmatzen. Aber das ist so, ne? Ist okay. Tiere dürfen das. Kommen wir da hin, ne? Oh, Wasser ist knapp, du. Wenn die das nicht mehr dürfen. Prozent wieder. Dann lassen wir auf. Aber wie gesagt, die Tieranzahl hat sich geändert. Und das Alter. Die größeren Tiere sind ja sonst flachbruch. Jetzt verarbeitet zu Wurst und Kotelett, ne? Oder halt Fleisch. Und hier müsste eigentlich 11%. Naja. Jetzt fahren wir zurück. Oder ich lasse es hier, weil der Traktor soll ja eh hier bleiben. Und fahren wir hier rein. Kann er hier trocken stehen, ne? Also früher im Stall, früher, da hatten sie eine Ecke, da haben sie den Schrot abgekippt und dann mit der Schubkarre die Tiere versorgt, ne? Also eingeschaufelt. Gut. Und wie ist hier Wasser? Auch 10%? Guck mal rein. pH wird schlecht. Prozent, ja. Wieso ist die pH aber schlecht? Na, Stickstoff, Trag, Bohnen, pH-Wert. 6,25.
Das ist nicht gut. Und da ist auch ganz miserabel. Dann war ich garantiert bei und habe nicht gemacht. Gut, dann machen wir gleich mal. Ja. Dann nehmen wir gleich unsere Steuer nehmen. Die haben wir immerhin da. Also jetzt, das geht so nicht, dann müssen wir zurückgehen. Weil um da ein Fahrzeug zu treffen, muss man an ein Menü reingehen. Dann können wir gleich mal gucken. Wir haben etliche Steuer hier zu stehen und einer hier vorne genau am da muss man mal gucken, auf Feld 3 habe ich das vergessen gehabt, sicherlich, ne? Wollt machen, da ist kein Traktor dran, ne? Traktor ist auf Feld Nummer 12. Blocking, Sand, Full, Raps. Sind die aktiviert, die Seemaschine? Oder ist er fertig? Der ist leer. Das ist ja nur ungünstig, ne? Hab die Meldung nicht gesehen. Hier ist nun Gras drin, ne? Hier ist pH-Wert okay. Ja. Hier schon. Naja. Gewachsen kann man sagen, ne? Aber noch können wir rüberfahren. 6375 pH-Wert. Müsste man nicht unbedingt. Da ist der Traktor für die Ansteuer. Ja, ist halt so, ne? Dann müssen wir halt nächste Woche vormerken. Wenn wir mal krank werden, das vergessen wir garantiert. Aber noch können wir es machen. Später erst nachher mit Pflegebereifung noch möglich. Ne? Ich möchte aber ganz gerne das vorher machen. Wie gesagt, also im Idealfall ist es so, dass man erst die Aussaat macht und dann düngt und Kalk gibt. Dann weiß der Bescheid, welche Frucht was für einen Wert haben will. Denn wenn man mal Automatik einstellt, ich weiß ja nicht, wofür das gedacht ist, ne? Das ist ja klar, kann man mal eine L machen und so, das ist kein Thema. Aber da ja die Böden unterschiedlich sind, sei es mal Ton, mal der Mod zu bringen, ne? Der Mod bringt so schönes hier texturmäßig im Boden. Und dann müsste aber normalerweise reichen. Ja, Dünger ist voll. Oh. Wir fahren trotzdem dahinter, falls doch noch was gebraucht werden sollte. Das wäre nämlich schlecht, wenn das was fehlen sollte, ne? Wenn man hinten nochmal hinfahren müsste, wenn man eh nochmal drin hat, ne? Das Grassamen ist ja eigentlich kein Ding, ne? Aber wenn man bei Gras einen guten Wert haben will, von der Ernte, auch der braucht Dünger, ne? Gut, dann gehen wir hier rüber zum... Die kann man gut erkennen. Aha, pH-Wert. Da fehlt was. Auf jeden Fall. Auf Feld 2. Das ist genau das gleiche. Oder hat er jetzt durch Wachstum verbraucht? Kann ich mir jetzt zwar nicht so vorstellen, aber wenn es so ist, ist das so, ne?
habe es nicht mehr in Erinnerung, wie das mal früher war. So, das müsste Dünger sein. Der eine oder anders Kalk. Natürlich leer. Dann lass mich stehen. Und nimm den anderen, der ist mir voll. Das ist Pflegebereifung, na gut. Lassen wir jetzt so, ne? Obwohl ich sehe gerade, na, Traktor 11%. Naja, gut. Ja, das ist normalerweise Kalk. Ja, Kalk und Dünger. Naja, gut. Das ist für die Reifen besser, wenn die, wenn es nicht sein muss, keine Pflege, weil das ist eine hohe Belastung halt, ne? Und hab noch hinzukommen mit dem neuen Mod, dass da die Reifen stärker, also die Reifen, die Bereifung halt stärker einsackt in der Erde. Und deswegen werde ich jetzt doch zu links machen. Der kommt aber schneller voran. Und da ja noch kein sag schon. Noch nicht gewachsen ist, können wir auch den Schaden anrichten. So. So wird richtig. So, einmal reparieren. Konfigurieren. Pflegebereifung. Standard. So. Und fertig, Breitreifen. So, jetzt fahr ich gleich rüber. Weil ich kenne da am besten aus. Gut 7 Tagen habe ich vergessen, was ich machen wollte. Aber starten wir den nicht mehr. Wir werden hier entsprechend auf Feld Nummer 12 irgendwann starten, weil der fertig ist. Oder aussah, das war halt nicht garantiert. Das ist ja eingespeichert. Mal vorsichtig. Und hier halt Feld 17 müssen wir sehen. Zur Not werde ich alle Felder nochmal kalken. Ob das ein Update zusammenhängt mit den, kann ich mir eher nicht vorstellen. Ich wollte ja irgendwann mal die, die Bodenkarte übernehmen, von wie original ist. Das wollte ich mal machen. Ich probiere mal einfach mal, was das bringt, ne? Weil das 20 Meter passt auch. Dann schaue ich mal, ob der so einstellt sich, ne? Tonnen. Das ist doch noch eine gute Menge. Gute Hammel. Lass mal die erste Runde fahren. Und dann können wir zur Not mit einem normalen Helfer. Das sind 5,2 Tonnen. Nicht schlecht. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Tschüss. Ciao, ciao. Jo. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche oder Montag halt morgen auch wieder da seid. Wie gesagt, Kommentarfunktion kann immer was reingegeben werden. Tipps, Wünsche und alles Mögliche darf da rein. Und tschüss, ciao. Ja. Vielleicht bis morgen. Ich bin da. Tschüss. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.